Wir sind heute im Schmidbauerhof. Das ist ein Genussbauernhof im Salzburger Tennengau in Figarn. Die Familie Oberascher hat sich vor 10 Jahren ungefähr entschieden, ihre Milch selbst zu verarbeiten. Es gibt eine Reihe von verschiedenen Käsen und anderen Milchprodukte, die direkt vermarktet werden. Da in der Alm, die sie extra dafür gemacht haben, mitten im Dorf oder auf den Märkten. Und wie der Käse entsteht und was es alles gibt, das schauen wir uns jetzt an. Was hat euch denn dazu gebracht, umzustellen, die Milch selbst zu verarbeiten, Käse zu erzeugen? Es war ein Schritt von meiner Frau Gertraud, die damals diese ersten Gehversuche gemacht hat, aus Milch eigene Produkte zu erzeugen. Und das ist einfach gewachsen mit der Zeit. Und wo wir dann den Schritt gewagt haben und gesagt, so, wir steigen in die Direktvermarktung ein und holen eigentlich damit die Wertschöpfung wieder ins Haus. Frau Oberascher, Sie sind ja die Käsemeisterin am Hof. Wie kommen Sie denn auf neue Ideen beim Käse? Wie entsteht denn so etwas? Durch Neugierde, durch Probieren, dann zuerst in der Familie verkosten lassen, Verbesserungsvorschläge berücksichtigen, dann geht man ein bisschen weiter vom Umkreis her, wo man verkosten lässt. Und wenn er allgemein gutes Echo findet, dann geht er wirklich in Produktion. Herr Oberascher, eine Frage. Könnten Sie leben, wenn Sie nur die Milch Ihrer 15 Milchkühe verkaufen täten? Nein, wäre in der heutigen Zeit nicht mehr machbar. Nur mit der Direktvermarktung haben wir die Möglichkeit, einfach diesen kleinen Betrieb in Vollerwerb zu betreiben. Jetzt müssen wir leise sein, da kommt eine Kundin. Grüß dich! Grüß dich! Dann brauche ich heute einen Bergkasten. Mhm. Ich hätte ein Stück Herzchen, weißt du das? Ja, das ist genau gerecht. Mhm. Brauchst du sonst auch noch was? Ja, einen Speck bitte. Ja, ich hätte einen Bauchspeck da, einen Karäspeck und einen Schupf. Einen Schupf bitte. Ja. Darf er sonst auch noch was? Ja, sein? 2 Joghurts, Kirschjoghurt bitte. Für die Kinder wieder. Ja, genau, die gleichen, dass sie nicht streiten müssen. Jetzt muss ich ein bisschen stören. Hallo, grüß Gott. Grüß Gott. Sind Sie eine Kundin, die oft kommt oder nur heute? Nein, ich bin oft da, ich bin regelmäßig da. Schmeckt Ihnen der Käse so gut oder warum? Ja, der Käse ist wunderbar, ist total intensiv und ich weiß einfach, wo die Produkte herkommen und die haben eine gute Qualität. Jetzt störe ich nicht weiter. Brauchst du sonst auch noch was? Nein, danke, das war's für heute. Okay, danke. Tschüssi, bis nächste Woche. Bis nächstes Mal. Martina, Sie sind die Chefin da im Direktverkauf. Wie viele Produkte bieten Sie an aus eigener Erzeugung? Also wir haben ungefähr 25 verschiedene Produkte, eben von Schnittkäse über den Wachkäse bis zu den verschiedenen Joghurt und Kaspersknödel, Butter, also alles selbst gemacht? Ja, alles, was das Herz begehrt. Und ihr habt ja auch schon einige Auszeichnungen bekommen für die verschiedenen Käse. Beeindruckt es die Kunden oder wonach suchen die aus? Ja, also es kommen wirklich einige Kunden herein, die sagen nachher, ich habe gehört, ihr habt für den Bergkäse eine Auszeichnung gekriegt oder für den Mostkäse und ich möchte unbedingt den Käse. Und manche kommen aber einer und lesen das erst bei uns und dann kosten sie halt, welcher Käse einer wirklich am besten schmeckt. Welcher schmeckt Ihnen am besten? Es kommt immer auf meine Tagesverfassung an, aber meistens ist der Mostkäse. Dann schauen wir uns an, wo er eigentlich herkommt, der Käse. Ja, man sieht hier die Kühe beim Heufressen und die Qualität des Futters ist das Ausschlaggebende für die Qualität der Milch und unseres Käses. Und es gibt im Sommer naturgemäß Grünfutter, im Winter das Heu. Macht das einen Unterschied beim Fettgehalt oder bei der Qualität der Milch? Wir haben natürlich Schwankungen drinnen, weil bei uns die Milch so verarbeitet wird, wie sie von der Kuh runterkommt und geht bei uns direkt unterirdisch in die Käserei. Und da müssen wir jetzt eh schon rüber, weil die Gertraud ist eh schon beim Kasen. Dann schauen wir. Was ist da jetzt hineingekommen in die Milch? Die Milch ist erst erwärmt worden auf 34 Grad, dann haben wir es mit Säuerungskultur versetzt und dann mit Lab. Das Lab bewirkt jetzt die Gerinnung und man sieht, es ergibt sich da jetzt eine gerade Fläche, gerade Bruchstelle und dann ist der Käse richtig zum Schneiden. Und jetzt wird der Bruch nur kurz gerührt. Jetzt wird er abgefüllt. Jetzt wird er abgefüllt.
Also bei euch sieht man, da ist wirklich jedes Stück Käse handgemacht. Der ist wirklich handgemacht, ja. Machst du es einmal fertig, dann schaue ich auf und gehe zum Kochen. Ja, passt, Gertrud. So, da, jetzt haben wir fertig mit dem Kassen. Dann schauen wir uns jetzt den Reifekeller an. Schauen wir um hin, ja. Für den Schnittkäse. So, Deckel zu. Herr Oberascher, da reifen Sie jetzt die Schätze. Riesenleibe zum Teil. Ja, da habe ich jetzt meinen Bergkäse. Der braucht jetzt mindestens 6 Monate Pflege. Was heißt Pflege? Jeden zweiten Tag wird der mit Salzwasser und Rotkultur gepflegt und gewendet. Ja, dass er eine schöne Oberfläche bekommt, dass er sauber bleibt, dass er gut reifen kann. Und der ist in einer Lacke? Das ist jetzt unser Schnittkäse. Den haben wir gestern produziert. Und der kommt heute, ist heute im Salzbad. Und das ist wichtig, da dieser Austausch vom Salz und Käse ist gut für die Entwicklung des Käses und für die Reifung. Herr Oberascher, ich nehme an, ihr esst viel Käse. Natürlich essen wir unseren eigenen Käse auch, ja. Und er spielt auch beim Kochen eine Rolle. Die Frau ist ja schon dabei, das schauen wir uns jetzt an. Okay. Frau Oberascher, da sind ja schon eine Menge von Zutaten vorbereitet. Was gibt es denn? Wir machen heute bekannte Topfenlorwal. Was kommt jetzt alles dazu zum Topfen? Zum Topfen tue ich einen Bergkäse, den ich vorher mit Mehl vermischt habe, dass eben der Käse dann beim Backen nicht ausrinnt. Ein ganz guter Trick. Ja, wirklich ein guter Tipp. Den kann man auch ganz gut anwenden bei den Kaspresknödel. Da ist das auch allweil sehr gut, wenn der Käse eben im Teig drinnen bleibt nachher. Dann geben wir rein Schinken oder Speck oder Wurstreste, was wir haben. Zwiebel braucht man als Geschmacksträger. Eier sind wichtig. Dann gibt man für den Geschmack dann auch Knoblauch dazu, Petersilie, Salz und Pfeffer muss man es natürlich auch. Zum Binden Haferflocken und noch Brösel. Und die Karotten. Und gut rühren, einen homogenen Teig machen. Schaut schon gut aus, wie lange muss das jetzt rasten? Ja, der Tag ist jetzt schon schön. Jetzt lassen wir ungefähr so eine Viertelstunde lassen wir jetzt stehen und dann machen wir raus. So, jetzt hätten wir uns fertig. Darf ich kosten lassen? Ich warte ja schon drauf. Ich hoffe, es schmeckt. Wir haben den Geschmack getroffen mit dieser Speise, mit dir bekannten Topfenleibchen. Herrlich dazu ist ein frischer, knackiger Salat. Da schmeckt es dann einfach am besten. Sehr saftig, sehr geschmackig. Ich glaube, ich werde es nachmachen. Dankeschön. Ja, bitte, gerne. Salzburg schmeckt.